Willkommen, willkommen bei TechVideo. Mein Name ist Balasch und wir sind auf der IFA 2024, wo ich bei Teufel bin, im Showroom, wo ich euch 6 Produkte heute vorstellen werde, beziehungsweise auch noch über ein paar andere Geräte sprechen werde, denn Teufel hat ein wirklich breites Produktportfolio dieses Jahr wieder uns vorgestellt und teilweise kommen ein paar Geräte nächstes Jahr auf den Markt, aber hier schon mal ein Highlight, über das ich auf jeden Fall am Ende mit euch sprechen möchte und jetzt legen wir los mit den Teufel IFA 2024 Produktpräsentationen. Reden wir jetzt über Kopfhörer, denn wir haben wieder mal eine neue Version von dem Realblue MC. Und zwar ist das die 3. Generation mittlerweile mit wirklich top Noise Cancelling. Für um die 200 Euro kriegt ihr noch in diesem Jahr wieder mal einen Noise Cancelling Kopfhörer, der sich on par mit Sony, Sennheiser und den anderen Konkurrenten in dem Bereich natürlich Konkurrenz liefern kann. Für weniger Preis, natürlich einem schönen Design vor allem und vor allem keinem Touch, den ihr bedienen müsst. Denn ihr habt immer noch den kleinen Knubbel, mit dem ihr wunderbar zum nächsten Song, zum letzten Song weitergehen könnt, mit dem neuen Design auch ein besseres Mikrofon drin und natürlich, wie gesagt, ein besseres Noise Cancelling. Probiert es aus, gibt es in 3 Farben, kommt demnächst dann im Teufel Online Store. Aber wenn ihr es im Gaming-Bereich lieber mit Kopfhörern treiben wollt, dann gibt es natürlich für 200 Euro schon ein bisschen günstiger die neuen Cage Pro. Dort mit abnehmbarem Mikrofon könnt ihr auch wunderbar auf der Straße treiben mit Bluetooth oder auch mit richtigen 2,4 GHz natürlich Kanal für weniger Lag dann auch beim Zocken sehr bequem und vor allem mit auch einem neuen Design, was den Bügel angeht, auch beim Blue NC3 und auch beim Cage Pro, dass er weniger oben aufdrückt, beziehungsweise ultra bequem auch lange, lange getragen werden kann mit über 20, 30 Stunden, kein Problem bei der Akkulaufzeit. Machen wir weiter mit kleineren Kopfhörern und zwar gibt es in der True Wireless Serie, also bei den kleinen Produkten, die ihr euch ins Ohr steckt, beziehungsweise nicht ins Ohr stecken müsst, denn es gibt einen Airy Open TWS zum ersten Mal, also einen Kopfhörer, den ihr nur aufsetzt, aber nur in euer Ohr projiziert den Sound. Ein Produkt für nur 100 Euro, dass ihr beim Fahrradfahren, auf der Straße laufen oder sonst wunderbar tragen könnt und dann nicht davor Angst haben müsst, dass ihr nicht eure Umgebung dann entsprechend hört und trotzdem noch guten Sound habt. Für wirklich einen guten Preis, auch hier verschiedene Farben dann verfügbar. Aber die schönste Farbe habe ich beim TWS Pro gesehen, also beim nächsten Produkt, bei einem Gerät, das natürlich ähnlich wie bei den AirPods, die euch ins Ohr steckt und dann ein kleiner Bügel runterhängt, also ein Teardrop-Design mit dann natürlich ein bisschen mehr Bass wie bei den Open TWS dann verfügbar und ein bisschen auch natürlich teurer Preis, aber die grünen Kopfhörer waren einfach wunderschön. Ich hoffe, die kommen bald auf den Markt und dass ich sie dann auch ausprobieren kann. Und bevor wir zum Highlight-Produkt gleich kommen, und zwar dem Mind, den ich hier schon mal in der Hand habe, rede ich nochmal über einen Combo-CD-Verstärker. Ja, es gibt noch CDs, ich habe noch viele CDs zu Hause, da ist natürlich die beste Soundqualität normalerweise immer noch verfügbar bei Musik, aber wenn ihr streamen wollt, hat der Combo 62 CD-Receiver viele Möglichkeiten, dass ihr über Bluetooth streamen könnt, über natürlich ein Netzwerkkabel oder über WLAN Spotify streamen könnt und auch ganz einfach DAB Plus oder UKW-Radio, auch ganz einfach alles einstellbar über eine App, über Schnellwahltasten könnt ihr tunen und alles mögliche andere, was ihr immer gerne hört, einfach einstellen und dann mit dem Combo 62 dann benutzen für nur 500 Euro. Und das Beste an dem Combo Receiver ist, es gibt ein Bundle mal wieder. Teufel macht wirklich mal wunderschöne Bundles, dass ihr auch noch die Ultimea schönen großen Lautsprecher im Bundle mit dem Receiver für nur 1000 Euro kaufen könnt. Das ist wirklich ein guter Deal. Schaut euch das mal auf der Teufel-Webseite an. Alles unten verlinkt. Und dann machen wir weiter mit dem Highlight oder mein Highlight zumindest, denn ich bin ultra großer Fan von den Cross-Lautsprechern, vor allem von dem Go und dem Rockstar Cross, gerade wie schon erwähnt. Und in dem Preissegment, also zwischen 200 und 300 Euro, haben wir jetzt für 250 Euro hier ein Gerät, was komplett Open Source ist. Was heißt das bei Lautsprechern? Ganz einfach, ihr könnt nicht nur euer eigenes Gehäuse drucken, sondern sogar euer eigenes Mainboard reinbauen, eure eigenen Chips danach reinbauen, wenn ihr Auerkasse in der Zukunft benutzen wollt, zum Beispiel in dem Bluetooth-Bereich, dann könnt ihr hier nur die Bluetooth-Platine drin, dann bald von Teufel selber kaufen und dann rein bauen. Kein Problem. Ihr seht schon, natürlich ganz einfache Bluetooth-Lautsprecher mit 2 Hochtönern, Mitteltönern und einem Tieftöner. Klingt wirklich, wirklich gut. Ein bisschen weniger
bisschen weniger Bass als bei einem Rockstar Cross zum Beispiel, aber trotzdem ein wasserfestes Produkt mit Imbusschlüsseln hier vom mit Imbusschrauben, die ihr vorne einfach rausnehmen könnt, zum Beispiel um reinzuschauen, um den Akku auch selber zu tauschen nach 2-3 Jahren. Aber ich habe zum Beispiel bei meinen Produkten, die ich schon seit 3-4 Jahren vom Teufel habe, noch nie das Problem, dass der Akku schlechter geworden wäre. Trotzdem mit USB-C-Anschluss komplett offen und auch einem Line-In-Anschluss, obwohl das Ganze IP67 zertifiziert ist. Und wenn ihr mehr Informationen zu dem Produkt haben wollt, wie ihr selber damit umgehen könnt, was Akkuaustausch oder ähnliches angeht, habt ihr sogar einen QR-Code unten, den ihr einlesen könnt, der mit dabei ist. Und es steht sogar drauf, mit welchem Schraubenzieher ihr an das Ganze rankommt. Den gibt es natürlich nicht nur in der Farbe, sondern in noch 3 weiteren. Bald auch, wie gesagt, auf der Teufel-Webseite erhältlich. Unten natürlich wie immer der Link in der Beschreibung. Und das war es ja auch schon von der IFA. Einige Produkte hier, die ich euch vorgestellt habe, aber bald gibt es natürlich noch detailliertere Videos hier zu den neuen Geräten und neuen Teufel-Produkten hier auf meinem YouTube-Kanal. Also schaut wie immer bald wieder rein, abonniert mich und es geht weiter mit TikTok, Instagram und Co. wie immer hier von der IFA, also schaut auch dort gerne mal rein. Mein Name ist Balasch, bis zum nächsten Mal und tschüss.